Vor ein paar Wochen habe ich mit euch über den aktuellen Status eines iOS 15 Jailbreaks gesprochen und mit der Veröffentlichung von iOS 15.2 für alle gibt es nun Neuigkeiten, denn innerhalb der nächsten Monate soll ein iOS 15.0 bis iOS 15.1.1 Jailbreak erscheinen. Sollten dich Videos zum iOS Jailbreak interessieren, Status-Updates und so weiter, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt ein Abo dalässt und wir sprechen direkt nach dem Intro einmal über die aktuellen News rund um den iOS 15 Jailbreak und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Mit Sicherheit habt ihr mitbekommen, dass Apple letzte Woche iOS 15.2 als Software-Update für alle Nutzer zur Verfügung gestellt hat. Und in diesem Update wurden extrem viele Bugs behoben, aber eben auch sehr viele Sicherheitslücken geschlossen, was grundsätzlich gut ist, aber eben auch einige Sicherheitslücken, die einen Jailbreak ermöglichen. Und so auch in diesem Update. Und dementsprechend gibt es jetzt natürlich die Möglichkeiten, genau diese Sicherheitslücken, die von iOS 15.0 bis iOS 15.1.1 noch vorhanden sind, in einem Jailbreak zu nutzen. Das heißt, für Jailbreak-Entwickler ist es nun möglich, da Apple in iOS 15.2 diese Sicherheitslücken und Exploits geschlossen hat, diese in anderen älteren Versionen zu verwenden und somit sich das Ganze sozusagen nicht zu verbauen, dass Apple möglichst lange diese Sicherheitslücken in iOS integriert lässt. Und so ist es nun möglich, zwischen iOS 15.0 und iOS 15.1.1 an diesen ganzen Exploits zu arbeiten, die eben in diesen Versionen verfügbar sind, vorhanden sind und damit einen Jailbreak zu entwickeln. Passend dazu hat nun BrightEyeUp von Kunlun Lab getwittert, dass er und sein Team in den nächsten 2 Monaten, in den nächsten 60 Tagen, alle detaillierten Informationen zu einem Kernel-Exploit, den Apple in iOS 15.2 gepatcht hat, veröffentlichen möchte. Und damit wäre dann ein Jailbreak für alle vorherigen iOS-Versionen, iOS 15.0 bis 15.1.1, für alle iOS-Geräte und dementsprechend auch für das neue iPhone 13, iPhone 13 Pro und so weiter und auch ältere Geräte möglich. Konkret heißt das, dass wir uns in den nächsten Monaten auf jeden Fall auf einen neuen iOS 15 Jailbreak einstellen können. Dieser wird sehr wahrscheinlich dann erscheinen auf der Basis dieses Kernel Exploits für, wie gesagt, alle Geräte mit iOS 15.0 bis iOS 15.1.1. Das heißt, ihr solltet auf gar keinen Fall auf iOS 15.2 oder neuer updaten, wenn ihr an genau diesem Jailbreak interessiert seid. Es wird mit Sicherheit auch in Zukunft noch weiterhin ein Jailbreak erscheinen, aber das Ganze kann dann wieder ziemlich lange dauern. Dementsprechend unbedingt auf diesen Versionen bleiben und nicht auf iOS 15.2 oder neuer updaten. Ich werde euch auf jeden Fall auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten, was einen zukünftigen iOS 15.0 bis iOS 15.1.1 Jailbreak für alle Geräte angeht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne ein Abo da. Und wenn euch dieses kurze News-Video zum aktuellen iOS 15 Jailbreak-Stand gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr mir jetzt eure Meinung, aber natürlich auch weitere Quellen und Infos zum iOS 15 Jailbreak unten in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.